Hallo zusammen und herzlich willkommen auch einmal in den Ferien. Ich melde mich heute, weil es ein paar ganz kleine Nachrichten gibt, ein paar kleine Neuigkeiten und ich komme mit einer Einladung, denn das habe ich ja nun mal so versprochen. Zunächst aber mal einige kleine Neuigkeiten. Bei uns in der Schule sind die Smartboards nun alle komplett eingerichtet, hängen alle am Internet. Also, wenn Schule wieder startet, kann es in allen Klassen mit den Smartboards losgehen. Dazu haben wir nicht nur die Smartboards vorne hängen, sondern links und rechts davon werden wir auch einige Magnettafeln hinhängen und auch die schönen Dinger sind inzwischen bestellt. Vielen Dank dafür unserem Renovierungsteam und natürlich auch unserem Hausmeister Herrn Labe, dass sie so fleißig sind, das ist prima. Wir freuen uns schon, wenn es demnächst wieder losgeht. Auch das Kollegium ist nicht untätig, sondern wir basteln gerade alle ganz kräftig an einem digitalen Klassenzimmer und, das kann ich schon mal verraten, morgen gibt es auf Lehrerebene den ersten kleinen Probelauf. Und wenn das funktioniert, dann werde ich mich da nochmal mit einem kleinen Bericht bei euch melden. So, das waren die Neuigkeiten und jetzt kommen wir zu der Einladung. Wir sind ja nun alle hier zu Hause und gehen ja so weit wie möglich nicht raus, vielleicht mal einen Spaziergang oder so, aber viele von uns wollten ja verreisen und daraus wird jetzt nichts. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor einem vielleicht die Decke auf den Kopf fällt und man die Ferien doch zu sehr vermisst, wir können ja eigentlich mal verreisen mit einer Fantasiereise. Das ist etwas, das machen wir in der Schule relativ häufig. Bei Kindern funktioniert das super und ich denke auch bei Ihnen als Erwachsenen könnte das sehr gut klappen. Und jetzt meine Einladung. Ich stelle am Donnerstag 3 Videos online und wir werden mit diesen 3 Videos verreisen. Und man kann die sich angucken, die Videos, und gut finden oder auch nicht. Man kann natürlich eine richtige Reise daraus machen. Eventuell, indem man mal guckt, wo liegt denn dieser Ort, den ich gleich nennen werde, was gibt's denn da zu entdecken und was ist denn die Reiseroute, wo müsste man herfahren. Je mehr man da so drumherum baut, desto fantasievoller wird die Reise und desto mehr Spaß macht das auch. Vielleicht wäre es ja auch eine tolle Idee, ein kleines Picknick zwischen 2 verschiedenen Videoteilen zu machen, so ganz nach Art des Landes. Und wenn Sie und wenn ihr dazu Lust habt, dann reist doch einfach am Donnerstag kräftig mit. Ich werde jetzt auch verraten, wohin es geht und wie ich damals, als ich dorthin gereist bin, überhaupt auf den Gedanken gekommen bin. Das lag alles an diesem Bild hier. Ich liebe Bilder mit Meer. Und irgendwann habe ich mir mal dieses Bild hier gekauft. So, ich hoffe, der Ton ist noch zu hören. Ja, seht ihr's? Ich komme mal ein bisschen näher ran und verschwinde ganz. Ein wunderschönes Stück. Man sieht das Meer, man sieht Fischerboote, man sieht eine steile Felsenklippe und man sieht da diesen interessanten Bogen. Und das scheint ja auch Felsen zu sein. Naja, und als Kajakfahrer kommt einem irgendwann dann mal der Gedanke, kann man da nicht vielleicht mit dem Kajak so durchfahren? Und so kam ich mal wirklich auf den Gedanken, rauszukriegen, wo ist dieses Bild gemalt worden und kann man da nicht vielleicht gut Kajak fahren. Dieses Bild zeigt den Ort Étretat in Frankreich. Ich schreibe das gleich unten in die Beschreibung mit rein. Und ich bin 2018 in den Ferien dann tatsächlich mal dahin gefahren, habe geguckt, wie es da in echt ist, habe einige abenteuerliche Sachen gemacht. Und wenn ihr jetzt Lust habt, diesen Ort mit mir zu erkunden, dann am Donnerstag herzlich willkommen. Wir starten mit Teil 1 mit einem Abenteuer. Nach dem Teil 1 kommt natürlich Teil 2, da machen wir eine schöne Wanderung. Und Teil 3, das ist eher was für Nachmittag, da werden wir nochmal so ein ganz kleines Abenteuer erleben. Also, ihr werdet diese Landschaft kennenlernen in 3 Videoteilen. Für die Kinder, für euch habe ich da was drin versteckt. In jedem Film habe ich Krümelmonster versteckt, ganz oft. Und ihr könnt, wenn ihr Lust habt, zählen, wie oft ihr Krümelmonster da findet. Und für die Erwachsenen gilt, genießen Sie die Bilder und gucken Sie mal, ob Sie nicht einen Reisetag daraus machen. Mit einem französischen Baguette und einem
Picknick draußen auf dem Balkon oder im Garten. Man kann sich den Tag ein bisschen reisemäßig gestalten. Das ist die Idee. Herzliche Einladung dazu. Von mir kommen die Bilder und die Musik, von Ihnen die Fantasie. Viel Spaß am Donnerstag und bis dahin alles Gute und bleibt so weit wie möglich zu Hause. Verreisen können wir auch virtuell. Dann tschüss und bis Donnerstag.